Als nächstes bitte ich The Cube auf die Bühne. Das sind Tjörven, Ruben, Ilias, Yannick, Johannes, Alex und Malte. Wird ein bisschen voll, die Bühne, genau. Wir hatten ja dieses Jahr den Gaming-Schwerpunkt und deswegen freut es uns ganz besonders, dass diese Gruppe nicht nur ihr eigenes Spiel programmiert hat, sondern auch nochmal schnell so eben ihre eigene Musik dazu komponiert hat. So, das hat uns sehr beeindruckt und ja, wir freuen uns. Und das zeigt auch, wie man an den zu einem Wochenende auch spielerisch Sachen lernen kann. Also vom Programmierer zum Musikentwickler. Ja, viel Spaß. Alex, gut, ich sitze hier. Also wie man sieht, sind wir eine ziemlich große Entwicklergruppe. Jeder hatte eine eigene Aufgabe gehabt. Ich bin Ilias, ich habe das Leveldesign gemacht. Ich bin Tjörven, ich habe die Musik gemacht, von der eben schon gesprochen wurde. Ich bin Johannes, ich habe die Texturen für das Spiel gemacht. Ich bin Janik, ich habe auch Game Design gemacht. Ich bin Alex, habe auch an Textur gearbeitet und an Animationen, auch ein bisschen. Ja, ich habe auch an Animationen gearbeitet und war sonst eigentlich überall ein bisschen mit dabei. Ich war vor allen Dingen für die Scripts und den Code zuständig und habe das Hauptmenü designt und funktionsfähig gemacht. Genau. Unser Spiel ist... Unser Spiel ist hauptsächlich ein Jump-and-Run-Spiel mit Rätseleffekten. Die haben wir leider noch nicht eingebaut haben können, weil wir auch im Laufe der Entwicklung unsere Daten verloren haben. Haben wir aber schnell wieder alles neu aufgebaut. Ist leider diesmal nur noch ein Level dabei. Ganz einfach. Das Ziel des Spiels ist es, aus diesem riesigen Würfel, wie man schon sieht, rauszukommen. Jedes dieser kleinen Würfel soll ein Level darstellen, wo man entweder durchspringen muss, physikalische Rätsel lösen muss, Denkrätsel lösen muss. Und wie man schon sieht, ist hier ein einziger blauer Würfel. Das bedeutet, das ist das erste Level in diesem Spiel. Zack, ist man schon drinne, kann man auch direkt schon loslegen. Wie man sieht, das Ziel des ersten Levels ist es erstmal nur zu springen. Wir wollten es noch recht simpel halten am Anfang, um erstmal wirklich ins Spiel reinzukommen. Credits haben wir natürlich am Ende auch noch eingebaut. Irgendwie muss man ja wissen, wer das Spiel entwickelt hat. Soll ja nicht nur so leer aussehen. Genau. Ja, die Musik. Musik wurde selber komponiert von unserem Tjörven. Der hat wirklich stundenlang daran gearbeitet, hat Soundtrack nach Soundtrack gemacht und es war uns wirklich wichtig. Es ist uns wirklich wichtig, euch zu zeigen, was er da dann so schönes komponiert hat. Genau. Das ist die Musik, die im Hauptmenü hauptsächlich erscheinen wird. Sobald man das Spiel startet, sollte diese Musik halt auftreten. Sobald man in das erste Level kommt, haben wir direkt einen neuen Soundtrack eingebettet. Der ist dann dafür da, um ein etwas futuristisches bzw. simpleres Gefühl zu geben. Wir wollten jetzt nichts wirklich Actionreiches machen, weil das halt natürlich nicht der Sinn des Spiels ist. Wir wollten wirklich das Gefühl erschaffen, man ist eingesperrt in diese Würfel und es ist einfach so ein Krankenhaus-Feeling. Also wir wollten es... Wir wollten wirklich das Gefühl vermitteln. Also wie man schon sieht, hier haben wir alles so weiß und grau gehalten, wie wir es konnten, damit es auch wirklich diesen Effekt hat auf den Spieler. Genau. Danke fürs Zuhören, das war unser Spiel. Wir hatten vor, mehrere Level noch zu machen. Leider sind die auch im Laufe der Entwicklung immer verbuggt oder sowas gewesen. Und der Programmieraufwand war einfach am Ende viel zu viel, um das alles nochmal hinzubekommen. Weil wir wollten noch Rätsel machen wie Zahlenfelder, wo vorher noch Codes standen im Level. Oder die allerblödesten Rechnungen, die man nur in der Schule findet, die man eigentlich gar nicht braucht fürs Leben. Quiz, wo man wirklich googeln muss. Was auch echt anstrengend ist. Natürlich auch. Genau. Danke fürs Zuhören.